Ja Leute, was geht ab? Mein Name ist Rato und herzlich willkommen zu dem, ja, keine Ahnung, tausendsten Tastatur-Review hier auf meinem Kanal. Heute aber mit etwas Besonderem, etwas Speziellem, und zwar die Huntsman Mini Analog von Razer, die noch verborgen ist hier hinter diesem Tütchen. Die schauen wir uns an, direkt nach dem Intro. Ja Freunde, wie gesagt, schon ungefähr das 100. und keine Ahnung, wie viele Tastaturen ich schon hier auf diesem Kanal vorgestellt habe. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, im Grunde genommen ist es doch immer dasselbe. Es ist immer eine Tastatur. Für mich persönlich, ihr könnt es gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das Thema Tastaturen seht. Es gibt kaum noch irgendwie Erneuerungen. Anti-Ghosting haben sie alle. Wir haben RGB gefühlt auch überall. Letztendlich kommt es eigentlich nur noch auf den Geschmack drauf an, welche Tastatur gefällt mir am besten, welche Switches gefallen mir am besten und ob die jetzt mit 0,2 mm auslöst oder mit 0,4 mm, ist doch eigentlich komplett Latte. Meiner Meinung nach. Wie gesagt, für mich kaum noch Erneuerungen. Nichtsdestotrotz hat hier Razer neue Tastatur am Start. Und diese neue Tastatur, die Verpackung alleine, ja, sieht sehr, sehr klein aus. Entweder ist meine Hand überdimensional groß oder die Tastatur ist wirklich mini, so wie es der Name sagt. Ich würde sagen, wir packen das Ganze aus. Wir schauen uns das mal an. Erstmal reißen wir. Ist vielleicht ein bisschen ASMR-mäßig. Warte mal. Okay, genug ASMR. Wir packen das Ganze aus, Freunde. Wir sehen es hier, die Huntsman Mini Analog. Und wie gesagt, die Verpackung ist schon wirklich winzig. Und da ist noch die Tastatur drin. Die Verpackung ist ja logischerweise etwas größer als die Tastatur. Wir haben hier auf jeden Fall Razer Analog Optical Switches am Start. Mit quasi, ja, da ist wie so eine Art Laser drin, die, wenn man die Tasten reindrückt, quasi an dem Laser vorbei das Ganze unterbricht und sofort auslöst. Das ist quasi so eine Technik, die eigentlich schon sehr, sehr gut ist, weil eben direkt der Tastendruck entstehen kann und dadurch halt auch direkt das Ganze an unserem PC weitergesendet wird und wir halt direkte Eingaben haben. Ob das jetzt wirklich so wichtig ist, wie gesagt, so die ganzen Pro-Gamer, die werden da wahrscheinlich drauf bestehen. Ich persönlich muss sagen, ich hatte es jetzt noch nie, ich hatte noch nie den Fall, wo ich gesagt habe, ey, verdammt, hätte ich doch jetzt eine Tastatur gehabt, die schneller ausgelöst hat. Ja, aber nice to have, keine Frage. Was aber noch sehr interessant an diesen Switches ist, ist nämlich, dass wir quasi verschiedene Druckpunkte haben. Wir haben drei verschiedene Druckpunkte, wenn man das so möchte, beziehungsweise Auslösepunkte. Ach, das sehen wir hier hinten auch schon mal ganz schön. Wir sehen es hier einmal quasi nichts, Mittel und komplett durchgedrückt. Das bedeutet, das ist quasi wie bei einem Controller. Ja, umso weniger wir den bewegen, umso weniger fährt zum Beispiel ein Auto nach links oder nach rechts in irgendeinem Rennspiel. Das Ganze ist hier eben auch. Wir könnten dann theoretisch, das werden wir gleich nochmal ausprobieren, wenn wir dann eben die W-Taste zum Laufen bei irgendeinem Shooter-Game nutzen, hoffentlich funktioniert das auch bei allen Shootern, und wir dann eben nicht ganz durchdrücken, dass eben die Person, die wir spielen, langsamer losläuft und wir quasi so wirklich präziser, so kleinere Schritte machen können. Das finde ich persönlich an der Tastatur wirklich sehr gut. Das ist keine Erfindung, die es jetzt neu gibt oder so. Das habe ich schon vor einigen Jahren schon in der Tastatur gesehen gehabt und auch getestet, aber das ist schon sehr, sehr lange her. Es hat sich nur nicht so ganz durchgesetzt. Vielleicht jetzt mit Razer, und ich bin auch gespannt, wie es letztendlich funktioniert, denn ich bin der Meinung, dass es eben vor 2, 3 Jahren, als ich diese Tastatur getestet hatte, ich weiß auch nicht mehr, was für eine das war, dass das auch gar nicht funktioniert hatte. Deswegen, wir probieren es aus, ob das diesmal funktioniert. Wenn ja, könnte das echt geil sein. Vor allem, wenn man irgendwie Rainbow Six Siege spielt oder so und sich irgendwie langsam an der Wand zur Seite ducken möchte, dass man da eben kleinere Bewegungen, langsamere Bewegungen machen kann. Sehr, sehr geil. Ansonsten, wir haben hier eine 60% Tastatur. Bedeutet, wir haben kein Numpad, wir haben keine Steuerkreuz oder beziehungsweise hier die Steuerrichtungstasten, die haben wir nicht, und wir haben auch keine F-Tasten. Ansonsten haben wir noch irgendwas, was wir wissen sollten. Aluminium, gut, aus Aluminium erwartet man von Razer auch nicht anders. Wir packen jetzt mal aus, und bevor ich jetzt euch hier alles vorlese, was auf der Verpackung draufsteht, zeige ich euch das lieber, ja. So begrüßt uns das Ganze. Wir sehen, die Tastatur ist nochmal kleiner. Und zwar um einiges kleiner als die Verpackung. Hallo? Könnte auch so das nächste Galaxy S30 sein oder das iPhone 20 oder so, ne? Von der Größe her. Also, das Ding ist winzig. Das ist verdammt winzig. Also, sehr... Sieht aus wie ein Spielzeug, ja, also ich bin gerade selbst etwas überrascht.
wie klein das Ganze ist. Schaut euch mal hier hinten einfach den Schriftzug an. Hier steht überall 4Gamers, ByGamers, Razers Slogan, wenn man das so möchte. Richtig cool gemacht und ansonsten ist die echt winzig. Schaut es euch an, Freunde. Die ist, also von der Breite, guck mal, die ist nicht mal so breit wie meine Hand. Meine Hand ist breiter als diese Tastatur. Wahnsinn, wirklich Wahnsinn schon mal. Ansonsten, was mir direkt auffällt, weil kein Kabel dran ist, dass wir hier ein separates Kabel haben, was ich auch sehr, sehr cool finde. Schaut es euch an, Freunde. Ich mache die mal kurz aus. Wie viel kleiner die einfach ist. Gut, es ist ja letztendlich auch nur dieses Stück hier, ne? Also genau dieses Stück. Aber es wirkt halt, guckt mal, wie klein das wirkt. Und jetzt fällt auch einem auf, was hier alles nicht dabei ist. Ja, also alles, was ihr hier habt, fällt komplett weg. Ich kann euch jetzt schon sagen, für GTA RP ist diese Tastatur absolut nichts, weil in GTA RP auf den meisten Servern braucht man das Numpad und das könnte man sich natürlich extra irgendwie dazu bestellen, so ein extra Numpad aus dem Internet, keine Ahnung, ob Razer sowas auch hat oder halt irgendwas auf Amazon und könnte das dann gegebenenfalls ab und an nutzen, weil so oft braucht man es eigentlich nicht, aber eine echt coole Tastatur. Ich schließe das Ganze direkt mal hier an. Wir springen übrigens auch direkt rein ins Game, Freunde. RGB-Beleuchtung hinher, das kennen wir alles, können wir alles einstellen und so weiter über die Razer Synapse App. Brauchen wir uns jetzt nicht genauer anschauen. Aber was mich jetzt wirklich interessiert ist, wie läuft das? Man muss natürlich ein bisschen was im Game einstellen. Dazu gibt es auch Anleitungen, die kann ich gerne verlinken. Jetzt hier eine Anleitung für Fortnite hatte ich gehabt. Hab das Ganze eingestellt, hier ist gerade keiner. Und jetzt schauen wir uns an, was passiert denn, wenn ich diese Taste, die W-Taste, nur etwas gedrückt halte. Und ihr seht, er läuft einfach nur langsam. Drücke ich sie weiter rein, passt auf, noch ein Stück, jetzt ist er ein bisschen schneller. Und wenn ich sie ganz rein drücke, dann ist er am schnellsten quasi. Ja? Ein bisschen wieder zurückgelassen. Ja, ihr seht, und das Ganze geht auch bis ganz langsam. Und das Ganze geht natürlich auch nach rechts, schneller, langsamer, nach hinten logischerweise, können wir auch langsam zurückgehen. Es ist natürlich auch, ja, eine Übungssache dann letztendlich, ja, wenn ihr dann zum Beispiel hier irgendwo seid und ihr wollt so ganz langsam nur so laufen, keine Schritte verursachen oder wie auch immer, oder kaum Schritte, in Fortnite hört man die Schritte natürlich trotzdem, aber dann könnt ihr das mit dieser Tastatur machen, finde ich echt cool, guck mal. So, wir sind ganz langsam am Laufen. Klar könnte man auch sich ducken und laufen. Und hier auch langsam oder schnell. Funktioniert. Und so kann ich mir natürlich auch vorstellen, irgendwelche Rennspiele zu spielen, die man mit der Tastatur dann spielen könnte. Auch wenn man keinen Controller zu Hause hat. Weil man hier eben weniger Gas geben kann, mehr Gas geben kann. Und das ist halt eine Besonderheit, finde ich, an dieser Tastatur. Und vor allem, ihr seht es ja auch selbst, wie wenig Platz die hier einnimmt. Ja, ich habe hier so viel Platz für meine Maus, was ich natürlich selbst nicht brauchen würde. Aber der Platz ist da. Und es funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Also diese Funktion gefällt mir echt gut. Und das ist, wie gesagt, zwar nichts Neues, aber wahrscheinlich für viele von euch ist es was Neues, weil sehr viele diese Funktion oder diese Tastaturen von damals, wo es die mal gab und die sich nicht etabliert haben quasi, die wahrscheinlich gar nicht kennen. Und für viele wird das was Neues sein. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Habt ihr diese Funktion schon mal in irgendeiner Tastatur gesehen? Kanntet ihr diese? Oder ist das jetzt für euch gerade komplett Neuland? Ansonsten gibt es echt nicht viel dazu zu sagen. Es ist, wie gesagt, eine Tastatur, wie wir sie kennen. Was sie macht, wissen wir alle. Außer eben, dass wir diese Zusatzfunktion haben und eben diese Tasten leichter drücken können, um eben uns einen Vorteil daraus zu ziehen. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ansonsten haben wir hier, wie gesagt, ein Aluminium-Frame oben drauf. Unten drunter ist es trotzdem alles aus Plastik. Den Preis habe ich nicht im Kopf, werde ich jetzt hier einblenden. Mal gucken, was das kostet, ob es wieder eine Stange Geld ist oder ob man das echt zahlen kann dafür, dass man ja nur eine 60% Tastatur kriegt. Das heißt, die müsste theoretisch 40% günstiger sein. Das war ein kurzes und informatives Video zu dieser Tastatur. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst dem Video sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert diesen Kanal und falls ihr irgendwelche gewissen, ja, Wünsche habt, irgendwas, was ich mal vorstellen soll oder wie auch immer, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Dann schaue ich mir das auch gerne an und vielleicht kann man das ein oder andere sogar mal umsetzen. Ansonsten, Freunde, würde ich sagen, wir sehen uns schon ganz, ganz bald wieder. Euer Raton. Peace!
Und für alle, die sich das Video bis jetzt gegeben haben, Freunde, es gibt noch ein kleines geheimes Gewinnspiel für euch, für die Aktiven. Und zwar verlosen wir jetzt diese Tastatur an einen von euch. Eine Woche später werde ich das Ganze auflösen. Dafür müsst ihr einfach nur etwas in die Kommentare schreiben, am besten euren Instagram-Namen mit einem Hashtag davor auch noch mit rein. Da werde ich nämlich dann eine Story machen und euch quasi verlinken, wenn wir den Gewinner gezogen haben. Schaut nochmal in die Videobeschreibung, da steht alles weitere drin, was genau ihr tun müsst für dieses Gewinnspiel. Es ist letztendlich nicht viel, aber so ein paar Regeln gibt es da. Schaut auf jeden Fall da rein und ansonsten viel Glück an alle. Diesmal bin ich aber wirklich weg. Bis dahin, Peace.